Alex. Guckste, hörste, klickste. Montag, 21 Uhr. Und wie an jedem Montag um 21 Uhr, Domino Talk hier aus dem Studio von Alex. Und wenn ihr mitreden wollt, ihr kennt die Nummer 030 für Berlin 464-00517. Mitreden bedeutet heute aber nicht nur mit mir zu sprechen, denn ich habe mir einen Gast eingeladen. Die Leute, die uns öfter zuhören, die wissen natürlich schon, um wen es sich handelt. Bei uns ist der Bundestagsabgeordnete der Linken, Stefan Liebig. Einen schönen guten Abend, Stefan. Guten Abend. Wir sollten kurz erklären, warum wir uns duzen. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Du bist dem Straßenfeger mehr als verbunden, hast mehrfach das Pressefest besucht, warst auch schon im Studio. Und dann ist es so, dass man, wenn man fast gleich alt ist, dass man sich dann auch duzt. Ich freue mich, wieder hier sein zu können. So sieht's aus. Und wir wollen mal heute für euch klären, wer ist eigentlich dieser Herr Stefan Liebig? Stefan ist nämlich natürlich auch Politiker, aber man wird ja nicht als Politiker geboren. Er hat eine Vergangenheit und er ist als Mensch geprägt worden durch andere Menschen, die dann letztendlich das aus ihm machten, was er heute ist. Und das werden wir heute alles klären. Darüber hinaus hast du auch ein bisschen Musik mitgemacht. Und bevor wir richtig ins Eingemachte gehen, was hören wir denn als erstes? Als erstes habe ich mir die Ärzte gewünscht, eine Berliner Band, die hier in Berlin natürlich jeder kennt, die mich schon seit meiner frühen Jugend begleitet. Ich damals noch hinter der Mauer, die Ärzte auf der anderen Seite. Später hatte ich dann noch die Chance, viele Konzerte zu besuchen. Und sie machen bis heute tolle Musik. Also in diesem Sinne hören wir einfach mal die Ärzte. Lasse reden. dominotalk@myspace.com, das ist die E-Mail-Adresse, wenn es mit dem Telefonieren nicht so klappt und ihr nicht gleich durchkommt, dann schreibt dorthin und ich werde unterwegs in der Sendung immer wieder mal reinschauen und lese dann eure Fragen vor. Für all jene, denen das zu doof ist und die mit dem Telefon umgehen können, die nehmen den Telefonhörer und rufen Berlin 464-00517. Im Studio ist heute bei mir Stefan Liebig. Das ist ja schon mal ein schöner Name. Ich liebe ihn nicht unbedingt, aber ich mag ihn sehr. Er ist politisch ein sehr engagierter Mensch. Er war viele Jahre Abgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus. Erst für die PDS, später für die Linken. Jetzt ist er Bundestagsabgeordneter. Aber das war er ja nicht immer. Denn was kaum jemand glaubt und was man eigentlich auch nicht hört, Stefan, du bist eigentlich ein Fischkopf. Das stimmt. Eigentlich bin ich gar kein richtiger Berliner. Ich rede mir das damit immer schön, dass die meisten Berliner keine richtigen Berliner sind, sondern von irgendwo herkommen. Und in der Tat, ich bin in Wismar geboren, in Greifswald, in Rostock aufgewachsen, aber dann eben schon auch im Alter von 10 Jahren nach Berlin-Hohenschönhausen mit meinen Eltern gekommen. Und deshalb glaube ich, seit 82, das zählt schon irgendwie auch als Berliner. Hast du noch sowas wie Wurzeln? Also wenn du nach Wismar kommst oder nach Greifswald, ist das sowas wie zu Hause oder ist das wirklich richtig weg? Nee, schon. Also ich war vor einer Weile in Greifswald, habe mir nochmal angeschaut, die Plattenbauten in Schönwalde, wo ich groß geworden bin, wo ich zur Schule gegangen bin, wo mein Kindergarten war. Wenn ich in Rostock bin, wo meine Frau auch groß geworden ist, dann sind das schon heimische Gefühle. Die Ostsee ist immer noch das Meer, was mich am meisten anzieht. Und ja, da habe ich halt meine zwei Zuhauses, das eine hier und das andere dort an der Ostsee. Habt ihr zu Hause eigentlich auch plattschnackt? Meine Großeltern schon. Also wenn die ordentlich losgelegt haben, das hat nicht jedermann verstanden. Ich selbst nicht. Also ich habe mal 1-2 Lieder so gelernt und das war es dann auch. Ein bisschen war die Sprache natürlich eingefärbt. Das hat hier in Berlin dann relativ schnell nachgelassen. Allerdings hat diese andere Vorprägung auch verhindert, dass ich so richtig losberlinere und ja, ich rede irgendwas dazwischen und bin damit ganz zufrieden. Ja, nun habe ich eben deinen Aussagen entnommen. Die Platte verfolgt dich schon seit der frühesten Kindheit, also auch schon in Greifswald. Platte war auch in der DDR immer irgendwie was Besonderes, also immer anders als die anderen, oder? Naja, die erste Wohnung, an die ich mich erinnere, wo ich mit meinen Eltern gelebt habe, war so eine Dachmansarde eines, heute würde man sagen, Einfamilienhauses in Wismar. Damals war noch das Außenklo, also draußen auf dem Hof, so richtig mit rausgehen, Plumpsklo. Wir wohnten alle quasi in einem Raum. Das war ein bisschen eng und meine Eltern waren sehr, sehr glücklich, als sie dann später eine ordentliche Neubauwohnung in Greifswald zugewiesen bekommen haben. Das war was Tolles. Und Berlin-Marzahn, das glaubt man heute kaum, war damals durchaus Luxuswohnen. Also
Also die Leute sind gerne aus dem Prenzlauer Berg, der gerade in sich zusammengefallen ist, weil die DDR viel zu wenig renoviert hat. Die waren sehr, sehr froh, wenn sie dann in Marzahn oder später in Hellersdorf oder in Hohenschönhausen eine Wohnung bekommen haben. Und ja, ich habe immer in Plattenbauten gelebt und ich fand das damals sehr gut. Ich finde es schade, dass da heute so viel verfällt. Einiges ist gemacht worden, aber da muss auch noch eine Menge getan werden. Du hast gerade gesagt, ihr wart dann sehr froh, eine größere Wohnung zu kriegen, aber nun liegt ja Greifswald nicht unbedingt um die Ecke. Was waren denn deine Eltern von Beruf, dass ihr so einfach mal so 100, 120 Kilometer gen Osten wandern konntet? Na, mein Vater war Ingenieur und er hat im Werk für Nachrichtenelektronik in Greifswald gearbeitet und hat dann eine neue Arbeitsstelle in Berlin bekommen. Und dann gab es eine Weile eine Pendelbeziehung zwischen meiner Mutter und ihm. Meine Mutter hatte dann mich und meine beiden Schwestern zu versorgen. Das war ein hartes Brot, weil sie nebenbei auch als Krankenschwester gearbeitet hat und gut zu tun hatte. Und wir waren dann sehr froh, als die Familie hier in Greifswald, hier in Berlin wieder vereint war. Bist du eigentlich älter, jünger oder noch mittendrin? Ich bin der Älteste. Meine beiden Schwestern sind Jahrgang 80 und 78 und ich Jahrgang 72. Insofern war ich mein Leben lang der große Bruder und das war eigentlich auch meist eine gute Sache. Gut, dann bist du hier nach Berlin gekommen und ja, also ich will jetzt nicht sagen mittendrin in der Schulzeit, aber doch zum Abschluss dessen, was man sich vielleicht auch schulisch vorgenommen hat, kam dann plötzlich die Wende. Alles wurde anders. Gebrodelt hat es ja schon seit 87. Dann gab es die Montagsdemonstration. Wie hast du den politischen Wandel in der DDR für dich wahrgenommen? Ehrlich gesagt habe ich den ziemlich verschlafen. Denn da, wo ich gelebt habe in Berlin-Marzahn, war von Opposition für mich nichts zu spüren. Vielleicht hätte ich sie spüren können, wenn ich die Augen mehr aufgemacht hätte. Ich war auch selber jemand, der vom System der DDR sehr überzeugt war. Bis zum Schluss. Auch, muss ich aus heutiger Sicht sagen, zu lange und darüber hinaus habe ich die kritikwürdigen und kritischen Seiten der DDR nicht gesehen, nicht sehen wollen. Ich hatte eine schöne Kindheit, sichere Arbeitssituation für meine Eltern und ja, ich war rundum zufrieden. Die Dinge, wo man heute sagt, wie kann man in einem Land leben, wo eine Mauer drumherum ist, wo man nicht reisen kann, das habe ich so nicht wahrgenommen, weil ich selbst war in Leningrad, ich war in Prag, ich war sozusagen in großen, schönen Städten und dass ich nicht nach Paris und nach London und nach New York kann, das stand für mich gar nicht zur Diskussion. Das habe ich gar nicht als Nachteil empfunden. Insofern, ich war nicht darauf vorbereitet und war demzufolge auch zu Beginn sehr enttäuscht und ängstlich, was da kommt. Haben dir deine Eltern dabei helfen können bei diesem Wendeprozess oder musstest eher du ihnen Unterstützung leisten? Ach, ich glaube, das ging uns allen gleich. Wir haben alle damit nicht gerechnet. Natürlich hat man zum Schluss, selbst wenn man 150%ig überzeugt war, nicht mehr übersehen können, dass das System nicht mehr funktioniert. Also der Sommer 1989, als der Partei- und Staatschef Erich Honecker lange Zeit krank war, war irgendwie geprägt von Stagnation. Man wusste überhaupt nicht, was als nächstes kommt. Man hat gemerkt, die Menschen fliehen nach Prag, nach Ungarn. Wir mussten uns dann neu finden und das war, glaube ich, für meine Eltern schwieriger als für mich, weil ich bin dann neu in dieser neuen Zeit angekommen, konnte mich neu auch beruflich und schulisch orientieren, während es für sie einen richtigen Bruch gab. Das war auch mit Arbeitslosigkeit verbunden und auch mit einer schwierigen, auch finanziellen, wirtschaftlichen Situation. Das ging ja nicht nur uns so, sondern vielen Menschen in den neuen Bundesländern. Das war schon hart. Ist das innerhalb der Familie eigentlich auch heute noch ein Thema? Naja, wir schauen schon manchmal zurück und ich meine, wenn jemand wie ich in der Partei des Demokratischen Sozialismus aktiv tätig war, die ja Nachfolgepartei der SED war, in der nun wiederum meine beiden Eltern waren, dann spricht man auch immer mal wieder über die Vergangenheit und es gab ja gerade hier in Berlin zu Beginn unserer Regierungstätigkeit auch heftige Auseinandersetzungen zwischen SPD und PDS, aber auch zwischen den beiden Regierungsparteien und CDU und vielen Medien in der Stadt darüber, ob wir tatsächlich einen Bruch mit der Vergangenheit vollzogen haben. Es gab immer mal wieder Anlässe, 13. August oder Diskussionen mit ehemaligen Mitarbeitern des Ministeriums für Staatssicherheit und so eine Themen haben auch mich dazu gezwungen, mich immer wieder zu äußern und das führt dann auch zu Gesprächen in der Familie natürlich. Kommen wir zurück zu der Situation 1989. Du bist gerade in die 10. Klasse gekommen. Der Werdegang war ja ein bisschen eigentlich vorgeplant. In 2 Jahren wäre das Abitur gekommen. Gab es sowas wie Existenzängste? Hattest du Angst, dein Abitur nicht machen zu können?
Das nicht. Ich war jetzt in der bis zur 10. Klasse eigentlich ein sehr guter Schüler. Beim Abitur hatte ich ganz schön zu kämpfen. Da waren die Anforderungen noch deutlich höher, aber ich hatte dann schon das Gefühl in der 11., 12. Klasse, dass ich das packen werde. Die Frage war eher, was wird danach? Ich war Bewerber für die Nationale Volksarmee, offiziell in Wirklichkeit sogar für das Ministerium für Staatssicherheit. Dass ich das nicht mehr werden kann, war erstens sehr sinnvoll und gut und zweitens ja auch klar. Also es stand gar nicht mehr zur Debatte. Ich musste mich also neu orientieren. Und da war ich schon ein bisschen hin und her gerissen. Eigentlich wäre ich gerne Lehrer geworden oder hätte Politik studiert, aber da haben meine Eltern mir relativ klar gesagt, das kannst du machen, aber wir haben nicht die finanziellen Möglichkeiten, dir dann eine eigene Wohnung zu finanzieren, was verständlich ist. Und wenn du ausziehen möchtest, dann musst du dir ein Studium suchen, wo du selber dein eigenes Geld verdienst. Und da ich meine Eltern heiß und innig liebe, aber dann auch in einem Alter war, wo ich eine eigene Wohnung wollte, habe ich dann gesucht und ein Studium gefunden, das mir jetzt sonst nicht ausgesucht hätte, aber was mir dabei sehr geholfen hat. Na, dann sprich es mal an. Was hast du nach dem Abitur studiert? Ich habe Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik studiert, und zwar genau deshalb, weil die Firma IBM, die mit den drei großen blauen Buchstaben, die früher mal Computer hergestellt haben, die haben für dieses Studium pro Monat dann 1400 Mark bezahlt. Und das war eine coole Sache, weil 1400 Mark ist eine Menge Geld, und da konnte ich mir eine eigene Wohnung leisten und musste im Gegenzug in der Zeit, wo andere Semesterferien machen, bei der Firma IBM arbeiten. Gab es danach dann auch noch eine Bindung an die Firma? Also musstest du dich meinetwegen verpflichten, 2 oder 3 Jahre als Betriebswirt im Unternehmen weiter tätig zu sein nach dem Studium? Das war umgekehrt, weil der Arbeitsmarkt auch anders war. Wir hätten gerne alle Arbeitsverträge bekommen, aber IBM hatte gar nicht genug. Ich selbst hatte das Glück, einen Arbeitsvertrag bei einer Tochterfirma von IBM namens CSD mit dem Hauptsitz in Chemnitz, aber dem Arbeitsort Hannover angeboten zu bekommen. Und just zu dem Zeitpunkt, als ich diese Arbeitsstelle hätte antreten sollen, bin ich ins Abgeordnetenhaus gewählt worden, und darüber war ich eigentlich ganz froh. Genau, und wie das dann alles passiert, also ihr merkt schon, Herr Junge springt hier in der Stunde natürlich weit voran. Darüber sprechen wir nach dem nächsten Song. Du hast hier was rausgesucht, was ich ehrlich gesagt gar nicht kenne. Das gehört auch wieder zu den Dingen, die, glaube ich, sonst nicht in meinem Plattenschrank stehen. Jennifer Lopez featuring Pitbull. Ja, das werden wahrscheinlich alle die kennen, die die aktuellen Charts hin und wieder hören. Und ich gebe zu, dass ich manchmal so eine Mainstream-Nudel bin. Also während andere sich ganz weit in die Untiefen von Independent-Musik hineinbegeben, höre ich schon mal gerne das, was in den aktuellen Charts läuft. Das läuft da gerade und ich höre es gern. Danach tanzt nun also der Bundestagsabgeordnete Stefan Liebig, wenn er lustig drauf ist. Weniger lustig sehen es sicherlich manche Leute, wie offen du auch mit deiner Vergangenheit umgehst. Also wenn du zum Beispiel jetzt hier ganz offen sagst, es stand eigentlich an, wenn die DDR weiter existiert hätte, durchaus für das MFS zu arbeiten, damit machst du dir doch keine Freunde. Nee, aber es ist nun mal wahr und das gehört zu meiner Geschichte und auch zur Geschichte der DDR, und das ist nun kein rühmlicher Teil, und das muss man vielleicht erklären. Es ist so, es war in der DDR sehr früh üblich, sich um die berufliche Orientierung der Kinder zu kümmern. Man hat meistens in der 7., 8. Klasse gefragt, was willst du denn später werden, und davon wurden auch ein bisschen die Studiengänge abhängig gemacht, oder wenn alle Kosmonaut oder Stewardess werden wollten, dann hat man ihnen auch gesagt, na, willst du nicht lieber was anderes werden. Und weil immer Lehrer und Berufsoffiziere Mangelware waren, hat man da sehr früh Werbemaßnahmen gestartet, und weil das Ministerium für Staatssicherheit noch früher dran sein wollte, haben die halt 13-Jährige angesprochen, ob sie da später arbeiten wollen. Und das ist natürlich eine Zumutung. Also wenn man 13 Jahre ist, ist man ein Kind. Ich war natürlich damals unheimlich stolz und dachte, ja, ich kann was für den Sozialismus tun, Kundschafter für den Frieden und wie das alles hieß. Dass man in Wirklichkeit schon als Kind für einen Geheimdienst arbeiten sollte, und praktisch war es so, weil wir wurden alle halbe Jahre mal zu einem Gespräch gebeten, und da wurde schon auch gefragt, hast du in deinem Umfeld nicht irgendwelche Dinge gesehen, die du hier mitteilen möchtest? Das zeigt einfach, dass dieses System ziemlich kaputt war. Und ja, ich leugne es nicht, es nützt auch nichts, obwohl alle Anfragen bei der Gaukbehörde oder wie immer sie jetzt heißt, immer nur mit der Antwort versehen werden, dass der hier Anfragende zum damaligen Zeitpunkt noch minderjährig war und deshalb keine Auskünfte gegeben werden können. Also ich könnte es mir einfach machen und sagen, ich verschweig's, aber es gehört zu meiner Geschichte dazu. Wie lange hat eigentlich dieser Umdenkprozess gedauert? Ich meine, wir hatten ja nicht so viel Zeit, uns plötzlich an die neue Gesellschaftsordnung zu gewöhnen.
Ja, das war, ich würde mal sagen, schon die erste Hälfte der 90er Jahre. Und so komisch das klingt, letztlich war es die PDS, in der ich ja seit 1990 Mitglied war, die mir das überhaupt ermöglicht hat. Denn alle anderen haben immer signalisiert, sie wissen ja ohnehin, dass alles falsch war. Und ich war nun im Verein, der immer so ein bisschen schwankte zwischen einen Bruch machen, einen klaren Schnitt, andererseits zu sagen, aber es gab nun mal auch Dinge, die waren ja nun nicht falsch. Und in so einem Umfeld dann zu sagen, nein, wir finden ein System, das eine Mauer drumherum zieht. Wir finden ein System, wo man sich ständig gegenseitig bespitzelt. Nicht richtig. Viel mir leichter, als einfach auf die andere Seite zu wechseln und zu sagen, ich sehe das jetzt alles anders als gestern. Und das hat schon eine Weile gedauert und ich muss auch sagen, ich bin damit nicht fertig. Also das ist ein Thema, das wird mich weiter begleiten und führt mich letztlich zu der Frage, wie kann es eigentlich sein, dass Menschen in solchen Systemen funktionieren. Es gibt immer welche, die sich raushalten und ihr Leben leben, aber es gibt eben auch welche, und ich zähle mich dazu, die in solchen Systemen funktionieren und zu dessen Erhalt beitragen. Da war die DDR ja nicht das Einzige und ich glaube, das kann man jetzt nicht auf einige wenige Bösewichter schieben, sondern es ist tatsächlich ein System, thematische Frage, über die man mal nachdenken muss. Genau so ist es. Ich meine, ich habe ja die DDR auch erlebt, auch wenn ich sie von der anderen Seite erlebt habe und durchaus auch in vielen Dingen wahrscheinlich völlig anderer Meinung bin als du. Aber das liegt einfach im System der Sache, weil es gibt immer Leute, die profitieren. Es gibt Leute, die nachhaltig davon beeinträchtigt werden. Und es gibt eben die, die mitlaufen. Und das haben wir, glaube ich, alle in unserem Bekannten- und Freundeskreis miterlebt. Trotzdem muss ich nochmal zurückkommen. Also 1990 bist du in die PDS eingetreten, 1991 folgte das Abitur. Aber auch da war ja schon klar, dass du ein Mensch bist, der nicht einfach irgendwo mitrennt. Du bist auch nicht bei der PDS unbedingt nur mitgerannt. Du bist damals schon auch angeeckt, später wurde es noch viel heftiger. Warum bist du so ein Querkopf? Ach, eigentlich bin ich gar nicht so. Ich bin sehr konsensorientiert und suche wahrscheinlich auch eher häufiger, als das vielen lieb ist, den Kompromiss. Aber es gibt eben auch Punkte, wo ich dann sage, nee, das sehe ich tatsächlich anders und dann stehe ich dazu und streite mich, heule aber auch nicht rum, wenn ich dann keine Mehrheiten dafür bekomme. Und das ist mir tatsächlich immer wieder so gegangen. Aber es hat mir auch nicht geschadet. Ich muss sagen, das rechne ich meiner Partei durchaus hoch an, dass sie nicht sagt, dass Leute, die auch mal rumnerven und irgendwie einer anderen Meinung sind, dann aussortiert werden. Wir sind ja keine Armee oder so ein stromlinienförmiger Verein, sondern letztlich kann man ja bestimmte Positionen auch nur durch Kontroverse und Streit herausarbeiten, und das war in der PDS so und ich denke, das wird hoffentlich in der Linkspartei so bleiben. Jetzt stelle ich dann doch mal ein paar ketzerische Fragen. War die PDS tatsächlich sowas wie die legitime Nachfolge der SED? Ja und nein, weil einerseits hat sich ja die PDS bewusst entschieden, nicht die SED aufzulösen, eine neue Partei zu bilden, sondern in Fortfolge der SED, das ist auf dem Sonderparteitag 1989 so entschieden worden, einen neuen Weg einzuschlagen. Wir sind also Nachfolgepartei, und das gilt auch, obwohl das einige nicht hören wollen, für die Linkspartei, die auch Rechtsnachfolgerin der PDS ist und damit der SED. Ich sage aber trotzdem auch nein, denn in der SED waren ja 2 Millionen Mitglieder. Und das ist in einem klitzekleinen Land, das nur 16 Millionen Einwohner hat, absurd viel. Und in Bruchteilen von Wochen sind diese 2 Millionen zusammengeschrumpft auf 100.000. Und da würde ich dann schon sagen, das sind jetzt tatsächlich dann auch welche, die sich entschieden haben, diesen neuen Weg zu gehen. Insofern ist es schon eine andere Partei. Wie gehst du dann damit um, dass von außen immer wieder der Wunsch an euch herangetragen wurde, dann bitteschön auch Verantwortung zu übernehmen? Also zu sagen, wenn ich die Nachfolgepartei bin, dann muss ich natürlich in irgendeiner Art und Weise gegenüber beispielsweise Geschädigten klar zum Ausdruck bringen, dass mir bestimmte Dinge leid tun oder dass sie eben so waren, wie sie waren. Das finde ich total berechtigt. Und ich finde, auch wenn das schmerzhaft ist und einige bei uns das nicht hören wollen, das gehört zu unserer Geschichte dazu. Also sowas kann man nicht zurückweisen. Wenn uns jemand gegenübertritt, letztlich auch mir, der sagt, ich habe halt unter dem System, unter dem Ministerium für Staatssicherheit gelitten, du wolltest da arbeiten, wie siehst du das heute? Ich erwarte von dir, dass du dich damit auseinandersetzt, dass du dich dazu auch äußerst, dann finde ich das berechtigt. Weil wenn wir das nicht hätten haben wollen, dann hätten wir tatsächlich austreten können oder was Neues gründen. Das haben wir nicht, deshalb müssen wir uns damit auseinandersetzen. Glaubst du, dass diesen Weg, den du da gerade beschrieben hast, dass der durch Lothar Bisky und auch durch Herrn Gysi ja konsequent auch so beschritten wurde und nach außen dargestellt wurde?
In der Konsequenz ja. Ich glaube, dass es am Anfang auch bei mir schwieriger war. Da wurde durchaus mehr laviert, weil viele der führenden Kräfte von dem alten System waren ja noch da und waren auch Mitglied in der Partei, hatten auch was zu sagen. Und da gab es wahrscheinlich manchmal Zugeständnisse, die man nicht hätte machen sollen. Vielleicht war man da auch zu weich. Aber es ist dann doch sehr klar gewesen, ich habe ja vorhin auf diese Daten hingewiesen, dass man zum Jahrestag des Mauerbaus, zum Jahrestag der Vereinigung von KPD und SPD ganz klare Position bezieht und sagt, was da alles schiefgegangen ist und dann auch hinnimmt, wenn Mitglieder in der Partei meckern, weil ich glaube, dass da die Mehrheiten unserer Partei inzwischen klar sind. Wie sieht das aus mit den Fragen nach noch eventuell bestehenden Bar- oder Immobilienvermögen der Partei? Na, das finde ich eher lustig, weil da war in der Anfangsphase war die Frage berechtigt. Und es gab ja auch schlimme Vorkommnisse, wo tatsächlich Mitglieder der PDS versucht haben, Geld ins Ausland zu schaffen. Aber die unabhängige Kommission zur Aufklärung der Parteienvermögen, übrigens aller Blockparteien, auch der CDU und der LDPD und der NDPD und der Bauernpartei, die dann bei der FDP und bei der West-CDU landeten, die haben dann einen klaren Schnitt gezogen, haben gesagt, uns als Partei steht nur noch das zu, was wir künftig neu bekommen. Und wenn irgendwo noch versteckte DDR-Mark oder Valuta-Rubel gefunden werden, hat unsere Partei mehrfach rechtsverbindlich erklärt, erhebt sie darauf keinen Anspruch mehr. Und da habe ich überhaupt keinen Anlass daran zu zweifeln. Die Sachen, die dann immer wieder rausgegraben werden, haben einen anderen Hintergrund. Es ist so, dass viele Mitglieder unserer Partei tatsächlich bereit sind, relativ viel Geld von ihrem wenigen Geld zu spenden, weil sie einfach sehr, sehr überzeugt davon sind. Das ist in anderen Parteien nicht so üblich und deshalb haben wir ein hohes Spendenvermögen von vielen, auch älteren Mitgliedern, auch Erbschaften von Leuten, die sterben und sagen, ich hinterlasse das Geld der Partei, das finden manche skurril. Und das ist dann das, was unsere Haupteinnahmequelle ist. Da kriegen andere Gelder von Allianz oder Krauss-Maffei, da ist mir der erste Weg lieber. Kommen wir zurück, Mitte der 90er Jahre, wir haben jetzt genug über die Parteienpolitik polemisiert, jetzt geht es darum, wie es mit dir weiterging. Du hast gesagt, du hast eine Ausbildung gemacht oder vielmehr sogar ein Studium bei IBM, dann stand an, dass du eventuell übernommen wirst. Wie standst du der Tatsache gegenüber, dass du plötzlich eventuell ja sogar zur Bundeswehr hättest müssen? Na, ich habe ja in der DDR sogar offiziell gesagt, dass ich Berufsoffizier bei der NVA werden will, war aber noch nicht gemustert worden und bin dann zu bundesdeutschen Zeiten gemustert worden und da wurde, was für ein Unglück, festgestellt, dass ich einen kleinen verschobenen Wirbel im Rücken habe. Und der Arzt hat gesagt, dass ich damit leider nicht tauglich bin, darüber war ich froh. Wie ging es dann weiter? Oder fragen wir mal andersrum. Persönlich, ich meine, durch so Lehrenjahre, Studienjahre geht man ja nicht alleine. Wann hast du denn eigentlich deine Frau kennengelernt? Ach naja, da hatte ich natürlich mehrere Beziehungen. Es war nicht gleich die erste, die ich geheiratet habe. Meine Frau Kerstin habe ich kennengelernt in der Zeit, als wir hier in Berlin auch gerade unsere neue Koalition mit der SPD begonnen haben. Und Kerstin hat zu der Zeit im Bezirksamt Hellersdorf gearbeitet, beim Bezirksbürgermeister Uwe Klett, der auch unserer Partei angehört. Und da haben wir uns einfach über die politische Tätigkeit und Arbeit kennen und schätzen gelernt und dann zueinander gefunden und später auch geheiratet. Wann hast du angefangen oder dich entschlossen dazu zu sagen, okay, Berufsbildung habe ich abgeschlossen, aber das Berufsleben wird jetzt doch das eines Politikers? Das war gar nicht so sehr meine Entscheidung, sondern eher die Entscheidung der Menschen in Biesdorf und Springfuhl in Berlin-Marzahn. Denn ich hatte meinen Arbeitsvertrag ja sicher, hätte ihn auch antreten sollen und bin in einem eher aussichtslosen Wahlkreis, der vorher mal von der CDU gewonnen worden, überraschend ins Abgeordnetenhaus gewählt worden. Damit war die IBM-Karriere zu Ende. Die waren übrigens auch nicht glücklich darüber, als ich ihnen sagte, dass ich für die PDS ins Abgeordnetenhaus einziehe und haben dann auch nicht großen Wert darauf gelegt, mich weiter zu behalten. Guckste, hörste, klickste. So, und damit wir den Zuhörern auch mal die Gelegenheit geben, wieder ein bisschen Luft zu schnappen oder ein Glas Wasser zu trinken, spielen wir wieder einen Song. Und auch, dass sich die Gefahr jetzt natürlich wieder stellt, dass ich mich wiederhole, auch diesen Typen hätte ich nicht von dir erwartet und ich sage ganz bewusst, Typen, was hast du dir da für eine Type ausgesucht? Ja, ich habe mir da Sido ausgesucht, weil ich finde, dass der eigentlich ein ganz cooler Typ ist. Wenn ich von Berlin-Wilhelmsruh, wo ich jetzt lebe, manchmal meine Joggingstrecke mache, laufe ich am Märkischen Viertel vorbei, dann habe ich Sido auf den Ohren von meinem iPod und denke mir, obwohl er manchmal ein bisschen neben der Spur ist, ist er doch eigentlich ein einfacher Junge, der einfache Sachen klar und deutlich ausspricht. Nicht zu Unrecht ist er sehr beliebt bei vielen Berlinerinnen und Berlinern und deshalb mag ich ihn.
464-00-517. 464-00-517, wenn ihr eine Frage an Stefan Liebig habt. Und wenn ihr keine habt, dann sitze ich ja hier und ich habe sofort eine Frage. Sag mal, in verschiedenen Regionen Deutschlands ist es durchaus üblich, dass Leute in Landtage gewählt werden und diesen Job dann nebenberuflich durchführen. Warum ist sowas in Berlin nicht möglich? Ist es, und viele machen es auch, gerade in den großen Parteien SPD und CDU. Ein legendäres Beispiel ist Klaus-Rüdiger Landowski, der damalige CDU-Fraktionsvorsitzende gewesen, der seine gesamten Diäten gespendet hat und hauptsächlich als Vorstandsvorsitzender einer Berliner landeseigenen Bank gearbeitet hat. Das geht schon. Ich finde es nicht sinnvoll, weil ich glaube, wenn man in einem Parlament arbeitet, dann soll man seine ganze Kraft dafür einsetzen, und spätestens, wenn man Mitglied des Finanzausschusses des Abgeordnetenhauses ist, und das war ich lange Zeit, hat man gar keine Zeit dafür. Also da ist so viel zu tun, da haben wir auch so viele Beratungen gehabt, das ist dann gar nicht mehr leistbar. Und im Übrigen, wie gesagt, mein Arbeitgeber hatte auch gar keine Lust darauf, mich zu behalten. Insofern war ich schon ganz froh. Dann kamen die nächsten Wahlen und das war eine richtig harte Nummer, denn da musstest du gegen Thierse antreten. Ja, habe ich mich freiwillig entschieden und dachte, mal gucken, ob ich den Wahlkreis gewinnen kann. Und ich war auch ja, wie das so ist als Kandidat, irgendwann so überzeugt von mir, dass ich dachte, ich kann es schaffen. Und dann war doch ganz klar, dass Wolfgang Thierse mit 15% Vorsprung durchs Ziel marschiert und ich weit abgeschlagen lande. War auch nicht so schlimm, bin ich weiter im Abgeordnetenhaus geblieben und konnte daran mitwirken, dass die zweite rot-rote Regierungsrunde gut ans Laufen kam. Wie hast du das überhaupt wahrgenommen? Ich meine, Berlin, jahrelang CDU-Hochburg. Diebken ist hier eine richtige Macht gewesen. Einmal durchbrochen von dem roten Schalträger, aber im Endeffekt ja wirklich effektiv hat der Mann ja nichts gerissen. Dann war Diebken wieder da und plötzlich gab es die Möglichkeit für Rot-Rot. Ja, ehrlich gesagt, das war eine Mischung aus zwei Sachen. Zum einen hat es die CDU wirklich selber versemmelt. Wie du schon sagst, in alten West-Berlin und dann auch in Ost-Berlin war die CDU eine Größe. Aber sie haben durch eine bestimmte Form von Berliner Filz und Korruption sich so weit reingeritten. Ich sage nur Bankenskandal, Spendenaffäre. Da ging einfach nichts mehr. Die Berlinerinnen und Berliner waren sehr unzufrieden. Und der andere Effekt war der, dass Klaus Wowereit und Peter Strieder, die damaligen Köpfe der SPD, Klaus Wowereit ist ja immer noch, Peter Strieder nicht mehr, die haben damals sehr mutig gesagt, auch wenn hier in Berlin die Mauer stand, wir sind bereit, wenn es gar nicht anders geht, mit dieser PDS zusammen eine Regierung zu bilden. Und damit war eine Möglichkeit für einen Wechsel da. Und den haben die Berlinerinnen und Berliner dann gewollt. Und obwohl es am Anfang noch großen Alarm gab, wie das jetzt mit diesen Kommunisten wird, ob jetzt Panzer am Kurfürstendamm auffahren, die Debatte hat sich schnell gedreht zu den wirklichen Themen der Stadt. Haushaltskonsolidierung, Kürzungen, Debatten über all diese Fragen. Und ich glaube, das Vergangenheitsthema ist dann ein bisschen in den Hintergrund getreten. Dann muss ich dich doch mal glatt wieder als Politiker in so eine Ketzerecke stecken, weil es wird ja so oft nach Wahlen von Wählerwillen gesprochen. Wenn also zum Beispiel eine führende Partei plötzlich die 6% Stimmen eines irgendwelchen blinden Wurms mit dran hängt, um dann eine Mehrheit zu bekommen, wie kann man da von Wählerwille sprechen, wenn zum Beispiel wie damals die Situation in Berlin die zweitstärkste Partei die PDS war? Naja, wir haben in Deutschland ein Proporzwahlsystem und ich bin ja als Außenpolitiker, der ich jetzt im Bundestag bin, viel in Ländern unterwegs, wo es ein Mehrheitswahlsystem gibt, und die schütteln immer den Kopf und sagen, also so ein System wie in Großbritannien. Der Gewinner kriegt den Wahlkreis, der Verlierer kriegt gar nichts und am Ende haben wir im Prinzip zwei Parteien, die das unter sich ausmachen, die einen gewinnen, die anderen verlieren. Das finden die normal und die verstehen nicht, wie kleine Parteien Einfluss nehmen können. Wir haben so ein System in Deutschland und auch wenn es manchmal skurril ist, dass zum Beispiel eine kleine Partei wie die FDP maßgeblichen Einfluss auf die Bundespolitik hat und eine große Partei wie die SPD nicht, ist es, glaube ich, doch ein System, was sich bewährt hat und die Wähler wissen damit ja auch umzugehen, wenn sie mit der FDP nicht zufrieden sind. Wir sehen es im Moment in den Umfragen, geht auch schnell runter. Da muss ich dann gleich mal eine andere Frage stellen. Du bist ja jemand, der sich politisch auskennt. Hätte man das nicht sehen können, auch als normaler Wähler, was passiert, wenn plötzlich Gelb-Schwarz regiert? Ich glaube ja, dass die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land mit einer knappen Mehrheit das wollten. Also man muss ja da nicht drum rumreden. Die haben ganz klar gesagt vor der Wahl, dass sie die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängern werden. Das haben Schwarz und Gelb vorher angekündigt. Und genau das haben sie dann gemacht. Das ist nur durch Fukushima, Gott sei Dank, dann wieder korrigiert worden. Und ich glaube, dass man von Wählerinnen und Wählern erwarten darf, dass sie sich anschauen, wen sie wählen. Es geht da nicht einfach nur um die Person des Spitzenkandidaten, der einem vom Plakat entgegenlacht.
Man muss sich ja nicht durch die dicken Wahlprogramme wühlen. Da verstehe ich schon, da hat keiner Lust drauf und haben auch alle was anderes zu tun. Aber so die grobe Linie. Wollen Parteien Steuern erhöhen oder senken? Und bei wem? Und was wollen sie dann damit machen? Wollen sie außenpolitisch mehr Soldaten ins Ausland schicken oder weniger? Das sind schon Fragen, die darf man sich vorher durchlesen, dann sein Kreuzchen machen und dann kann man auch mit dem Ergebnis umgehen. Du bist ja nun ein Mensch, der auch sehr viel von Basisarbeit gelebt hat. Also ich glaube, es gibt nicht viele Leute in deinem Wahlkreis, die dein Gesicht nicht zuordnen können. Das ist bei anderen Politikern durchaus ein bisschen problematisch. Also es gibt eine Menge, die dir die Hand geschüttelt haben oder die auch gesagt haben, dass sie dich nicht leiden können. Aber die meisten wissen, wer du bist. Warum fällt es Politikern vor allem dann in den oberen Ebenen so schwer, sich in ihren Wahlkreisen auch entsprechend an der Basisarbeit zu beteiligen? Ich weiß gar nicht, ob ich das bestätigen kann. Also im Bundestag sind über 600 Abgeordnete und ich glaube, die allermeisten sind auch in ihren Wahlkreisen aktiv. Das sind ja auch meistens Leute, die kennt man gar nicht aus der Tagesschau oder aus den Tagesthemen, weil es sind ja viel zu viele, kann sich keiner merken. Und dann sieht man immer die gleichen 10, 20 Gesichter. Die sind dann nebenbei noch Minister oder parlamentarischer Staatssekretär und denen fehlt dann vielleicht die Zeit, die sie sich aus meiner Sicht nehmen sollten, tatsächlich vor Ort in den Wahlkreisen, wo sie gewählt wurden, sich sehen zu lassen. Aber ich glaube, die meisten Politiker, und das will ich auch mal für alle Parteien sagen, nehmen ihren Job auch vor Ort sehr ernst. Kommen wir wieder zu eurer Partei zurück. Jetzt habt ihr die Wahl gewonnen, ihr seid daran beteiligt, ihr habt das Zugpferd der PDS wirklich auch mit drin, nämlich Gysi ist ja damals Finanz- oder Wirtschaftssenator in Berlin geworden und dann kommt diese leidige Geschichte erst mit Spreequell und dann die Geschichte mit den ja nicht ordentlich abgerechneten Kilometergeld. Ja, das war ein großes Drama und das ist auch eine der Sachen, ich habe es jetzt Gregor Gysi schon so oft gesagt, dass ich ihn eigentlich gar nicht nochmal kritisieren mag, weil er hat auch danach und auch übrigens davor viele wichtige und gute Sachen gemacht, aber das war richtig scheiße, weil ehrlich gesagt, wir haben hier die ganze Stadt zugepflastert mit Gregor Gysi, dass er regierender Bürgermeister werden will, das ist er nun nicht ganz geworden, aber immerhin Wirtschaftssenator und es war zwar ein schwerer Start, aber es lief. Und dann sowas. Also, dass unser wichtigster Mann dann in der Zeit geht, das war ein Riesenschlag ins Kontor und das hat man in Umfragen gemerkt, das hat man dann auch bei den Bundestagswahlen gemerkt. Ich habe ihm das auch sehr vorgeworfen und ich fand den Grund auch nicht ausreichend. Ja, wir sollten vielleicht dann auch nochmal kurz erwähnen, dann gab es dann noch die Geschichte mit der kontrollierten Aktentasche. Ja, bei uns ging es in der Partei dann ein bisschen drunter und drüber. Wir hatten dann, nachdem wir leider aus dem Bundestag geflogen sind und nur unsere beiden Berliner Abgeordneten Gesine Lötsch und Petra Pau als Direktgewählte ohne Tisch in der hintersten Reihe des Bundestages sitzen durften, da hatten wir ziemliche Auseinandersetzungen und einige in unserer Partei haben dann versucht, so eine Art Wechsel. Das, was man Reformer nennt, war plötzlich nicht mehr gefragt und dann gab es wirklich unschöne Szenen im Karl-Liebknecht-Haus und ich hoffe, dass das Dinge sind, die wir nicht mehr erleben werden. Und deshalb sollten wir uns jetzt mal einen Song aus eurem Wahlkampf von 2002 anhören. Also ich habe schon Schlimmeres gehört. Mir sind Wahlkampfsong untergekommen, die hörten sich an wie die Bläser vom Schützenverein. Insofern mal eine richtig schöne Nummer. Wir müssen jetzt leider mal ein bisschen schneller durch die restlichen Minuten gehen. Du bist dann später nach Petra Pau Vizevorsitzender, Landesvorsitzender der PDS in Berlin geworden, hast dann dich mal wieder um Wahlkreise für die Bundestagswahlen bemüht bekommen und dann letztendlich vor 2 Jahren den Einzug in den Deutschen Bundestag. Wie war das für dich? Also ich habe, wie du ja schon sagtest, es vorher zweimal versucht. Einmal ein bisschen als Promotion, dass ich Mitte Tiergarten Wedding nicht gewinnen werde, war klar. Tiergarten, dann Prenzlauer Berg gegen Thierse hätte ich schon gerne gewonnen, hat nicht geklappt. Und dann hatte ich auch einen sicheren Listenplatz und habe ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass ich den Wahlkreis gewinne, weil Thierse den ja immer mit 15% Vorsprung gewonnen hat. Und habe auch immer allen gesagt, na, wenn ihr 2 Stimmen habt und wollt, dass ich in den Bundestag komme, dann gebt mal die Zweitstimme, das mit der Erststimme ist nicht so wichtig. Und dass ich dann an dem Wahlabend noch vor Thierse lag, das war schon ein ziemlicher Knaller. Also war ich sehr, sehr glücklich. Thierse war sehr, sehr unglücklich, hatte damit auch ein bisschen zu tun. Aber so ist das Leben in der Politik. Und ich war dann im Bundestag da, wo ich auch hin wollte. Nach 14 Jahren Abgeordnetenhaus ist das auch okay, mal was anderes machen zu wollen. Und da bin ich jetzt und habe es auch nicht bereut. Hast du mit Thierse mal danach drüber geredet, also über den Wahlkampf im Wahlkreis und über den Ausgang? Ich habe Wolfgang Thierse nicht als einen besonders offenen, plauderfreudigen Menschen kennengelernt. Wir haben ein vernünftiges, höfliches Verhältnis zueinander, aber mein Gefühl sagt mir, er hatte keine Lust darauf.
Das ist eigentlich sehr, sehr schade. Das ist übrigens, wenn ich es mal kurz erwähnen darf, auch immer eine Situation, die sich bei uns ja auf den Straßenfeger stellt. Denn Thierse lässt es sich nie nehmen, bei uns beim Pressefest aufzutauchen, genauso wie du das immer machst. Nur man sieht euch nie zur selben Zeit. Ja, das ist nicht abgesprochen, aber böse sind wir darüber nicht. Kann ich mir vorstellen. So, jetzt müssen wir mal kurz reden über die letzten 2 Jahre. Du bist nun, glaube ich, auch im Auswärtigen Ausschuss Mitglied. Wie ist denn die Arbeit eines Bundestagsabgeordneten? Ja, was für mich total überraschend war, ist erstmal, wie vernünftig, offen und auch einander zuhörend im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages gearbeitet wird. Das ist ja ein Ausschuss, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagt, wie die meisten Ausschüsse des Bundestages. Eigentlich finden wir als Linkspartei das schlecht und sagen, alles soll immer öffentlich und transparent sein. Verstehe ich. Andererseits, weil es nicht öffentlich und transparent ist, ist es dort auch möglich, dass mal ein Argument, das von der Linkspartei gebracht wird, bei der CDU ankommt und umgekehrt. Und das finde ich eigentlich sehr gut. Also wir reden über die vielen, vielen Konflikte, die es auf der Erde gibt, sehr offen und interessiert miteinander. Das macht großen Spaß. Was schwierig ist, ist für mich die Rolle als Opposition. Also ich habe 14 Jahre lang an der Stelle gearbeitet oder 7 Jahre von den 14 Jahren an der Stelle gearbeitet, wo wir mit unserem Koalitionspartner gesagt haben, da und da geht's lang. Und jetzt ist man plötzlich in der Position, wo man manchmal das Gefühl hat, interessiert gar keinen, was wir da sagen. Das ist schon neu. Ich will mal auf das zurückkommen, was du eben gesagt hast. Kann das also sein, dass zum Beispiel nach Fukushima war es ja plötzlich so, dass Parteien, von denen man es nie erwartet hat, grüner waren als die Grünen selbst? Also ganz ehrlich, ich habe gedacht, die CDU stellt sich demnächst Sonnenblumen auf den Schreibtisch. Ist das auch ein Erfolg eurer Diskussion im Auswärtigen Ausschuss? Nee, also ich glaube, diese Entscheidung ist tatsächlich eine, die Angela Merkel höchstpersönlich selbst getroffen hat. Und sie hat ja auch ihre Partei damit ziemlich rabiat überrascht, dann aber auch mitgenommen. Ich glaube, dass es tatsächlich stimmt, wenn sie sagt, dass sie vorher gesagt hat, das Risiko ist viel zu klein. Und nach Fukushima gesagt hat, ja, aber wenn es eintritt, dann ist es so schlimm, dass ich es nicht verantworten möchte. Und dann auch gesagt hat, der Weg, den ich vorher gegangen bin, war falsch, ich gehe jetzt einen neuen Weg. Und jetzt kann man als Politiker immer sagen, ha, 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 ihr habt eure Meinung geändert. Da es in diesem Fall eine Meinung ist, die ich jetzt besser finde als die davor, freue ich mich, dass dieser Weg eingeschlagen wurde, finde, es könnte noch ein Quäntchen konsequenter sein, aber das ist schon eine richtige Sache und ich glaube nicht, dass das mit unseren Debatten zusammenhängt, sondern tatsächlich der Druck von der Straße und ihre letztlich daraus resultierende eigene Entscheidung. Jetzt sind 50% deiner ersten Legislaturperiode im Bundestag um. Wenn du jetzt ein Resümee ziehen würdest, ganz persönlich für dich, wie würde das ausfallen? Positiv. Ich muss sagen, dass ich für jemanden, der völlig neu im Bundestag war, der auch völlig neu mit der Außenpolitik gestartet ist, sehr zufrieden bin, was ich schon für Kontakte geknüpft habe, was ich schon erreichen konnte. Mal ein kleines Beispiel zu nennen, ein Land wie Simbabwe, das seit Jahren nicht mehr von deutschen Abgeordneten besucht wurde, weil dort mit Robert Mugabe jemand herrscht, der leider tatsächlich wirklich Unwesen getrieben hat in den letzten Jahren, ist nun wieder von einer Delegation besucht worden, die ich angeführt habe, weil ich der Vorsitzende der Parlamentariergruppe unter anderem für Simbabwe bin. Wir haben dort wichtige Gespräche mit dem Premierminister geführt und glaube ich, dort in dem Land auch was bewegt. Und das sind Sachen, das hätte ich vorher vom Abgeordnetenhaus aus nicht gekonnt und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich sowas schon in 2 Jahren hinkriege. Wer jetzt gerne etwas mehr über Stefan Liebig wissen möchte, der hat die Möglichkeit, auf einer ganz besonderen Seite ihm auch persönlich seine Fragen zu stellen. Diese Seite heißt Abgeordnetenwatch und er zählt dort mit zu den Politikern, die, wenn auch manchmal ein bisschen verspätet, aber immer ehrlich auf die Fragen antworten. Woher nimmst du die Zeit? Da muss ich wirklich sagen, dass ich ganz froh bin, dass ich die Chance habe, mit Mitarbeitern zusammenzuarbeiten und die tatsächlich mich so gut kennen, dass sie wissen, was da meine Antwort wäre und das für mich formulieren, weil wir kriegen in so einem Bundestagsbüro Millionen an Anfragen, die Leute interessieren sich da auch nicht, und das werfe ich ihnen auch nicht vor, für Fachbereiche und das kann einer allein nicht bewältigen und da bin ich meinen 4 Mitarbeitern zu großem Dank verpflichtet, dass sie mir da helfen. Und das nehme ich gleich als Gelegenheit für einen Programmhinweis. Am 29. August wird Gregor Hackmark von Abgeordnetenwatch hier bei mir im Studio sein und wir reden darüber. Zum Abschluss müssen wir natürlich auch nochmal über Oslo reden und über dieses motivierte Attentat. Schockiert sind wir alle. Wie geht man damit als Politiker oder vielmehr auch im Deutschen Bundestag damit um?
Ich glaube, dass das so eine Punkte sind, da muss man eigentlich gar nicht viel sagen, weil das spricht alles so für sich. Die Leute sehen das alle, halten ganz von alleine inne. Ich glaube, das verlangt jetzt keine großen Erklärungen. Ich denke, das, was man da sehen musste, ist ein Ausnahmefall in der Menschheitsgeschichte, der hoffentlich sehr, sehr selten vorkommt. Ich habe meinen Freunden in Norwegen ein Zeichen gesandt, gesagt, dass wir in Deutschland an sie denken. Und ich denke, das ist es auch, was man sagen kann. Stefan, ich danke dir. Und zum Abschluss spielen wir natürlich auch Solveig Sledjahell aus Norwegen und mit ihrer Version von Take It With Me von Tom Waits.